Willkommen zurück, Freunde, zu Let's Play Kadara. Ja, ganz genau. Kadara ist immer noch der Planet, auf dem wir uns befinden. Und ohne Witz, diese Welt bombt uns nur so zu mit Aufgaben. Ich habe in der Zwischenzeit, also zwischen der letzten und dieser Folge hier, mal einen kleinen Ausflug in die Badlands gemacht, um mein neues Scharfschützengewehr auszutesten, was ich gecraftet habe. Die gute Nachricht ist, das Scharfschützengewehr ist super. Und das werde ich auch behalten. Das ist besser als das Lanat. Auf der anderen Seite habe ich nur beim Austesten, also nur beim Rumfahren und Gegner suchen, die ich wegballern kann, noch eine Aufgabe gesehen. Also noch ein neues Ausrufezeichen mit einer Mission. Und teilweise kriegt man offensichtlich auch Aufgaben, wenn man einfach mit random Leuten wie Cold Dalton redet. Mal schauen, vielleicht hat er wirklich was. Ja, die gehört mir. Großartiges Schiff. Sowas sehen wir hier selten. Cold Dalton, Dockverwalter von Kadara. Sloan hat gesagt, ich soll dafür sorgen, dass sie niemand belästigt. Wie nett von ihr. Und völlig untypisch. Sie müssen wichtig sein. Wie sicher ist es hier? Nun, Sicherheit ist ein Handelsgut auf Kadara. Es kommt nur darauf an, wie viel sie ausgeben wollen. Der Hafen ist waffenfrei, aber Mord gibt's in allen Formen und Größen. Immer noch besser, als außerhalb des Berges zu leben. Das reinste Niemandsland da draußen. Kommen auf Kadara viele Schiffe durch? Seit wir eingezogen sind, schon. Kadara ist einer der wenigen Planeten in Helios mit einer funktionierenden Wirtschaft. Angara und Exilanten aus ganz Helios verschiffen ihre Fracht über diesen Hafen. Danke für Ihre Zeit. Zurück an die Arbeit. Oh Gott sei Dank, wer hat nix? Moment, ich wollte das, glaube ich, schon das letzte Mal nachgucken. Irgendwo hier müsste man das sehen. Da. Jetzt bin ich bei 46%. Ich bin noch nicht mal bei 50%. Also ich meine, gut, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viel... Wie soll ich denn sagen? Wie diese Prozentanzeige voranschreitet. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass wenn ich jetzt eine neue Hauptmission mache, dass dann direkt mal 15% draufgehauen werden. Das weiß ich nicht, das müsste ich dann ausprobieren. Mal schauen, also man kann sich's ja mal merken, 46 sind wir jetzt. Mal schauen, was, wie weit es ist, wenn wir hier den Außenposten errichtet haben, auf Kadara. Oh, wollen Sie einen Drink oder ein Zimmer? Eigentlich Information. Die kosten aber mehr als eine Runde Drinks. Das erledigt meine Freundin. Sie schulden mir noch was vom letzten Mal. Okay, okay. War nur ein Witz. Ich habe eine Flasche Elasa, von der ich mich trennen würde. Was wollen Sie wissen? Sia Cordia. War sie in letzter Zeit mal hier? Ihre Ex? Ja, die war hier. Sie haben nie erwähnt, dass sie ja ihre Freundin war. Ach, war sie auch nicht. Wir haben ein paar Mal was zusammen getrunken. Ich trinke mit vielen Leuten. Wie auch immer. Sie war also hier? Ja. Sie hat einen Salarianer getroffen. Verschlagener Typ, den ich noch nie gesehen hatte. Vielleicht der Scharlatan. Möglich ist alles. Haben Sie ihr Gespräch mitgehört? Sie wollten jemanden am Spirit's Ledge treffen. Danke, Umi. Schon okay. Sie haben es nicht von mir. Wenn Sie den Treffpunkt überprüfen, folge ich der Spur mit dem Kollektiv. Ich bezweifle zwar, dass sie ja den Scharlatan getroffen hat, aber man weiß ja nie. Ich melde mich, wenn ich dort bin. Danke, Ryder. Okay. Und hier ist Drak noch. Wissen Sie, Kadara ist gar nicht so schlecht. Die Nexus könnte sich einiges davon abschauen. Naja, komm. Warum trinken Sie hier und nicht im Tartarus? Weil hier Umi ist. Sie versteht mich. Zumindest checkt sie immer nach. Wie finden Sie diesen Ort im Vergleich zu der kroganischen Kolonie? Kann man nicht vergleichen. Die Kolonie gehört uns. Sie ist gut für Kroganer. Aber die Exilanten hätten hier auch etwas Schönes, wenn sie sich nur vertragen würden. Hm, stimmt. Ich nehme an, Sie haben eine Meinung zu Sloan.
Das ist doch milder ausgedrückt. Sloan hat die Seiten gewechselt und den Aufstand unterstützt, als sie Leiterin der Nexus-Sicherheit war. Ich mag Ten genauso wenig wie sie, aber Loyalität ist wichtig. Und nicht zu viel Spaß, ja? Mal sehen. Ja, da bin ich ganz einer Meinung mit Rack. Sloan ist echt definitiv ein Miststück. Kann man nicht anders ausdrücken. Und ja, was sie halt hier aus diesem Ort gemacht hat, das ist einfach nur ein Höllenloch. Das ist keine bessere Welt, in der alle irgendwie frei sind, sondern das ist einfach nur, um ein anderes Spiel zu zitieren, das ist das konsequente Ausrotten der Schwachen zugunsten der Starken. Gut, Moment, ehe ich jetzt hier abhaue, gibt's hier noch irgendwas, was ich machen könnte? Hier. Das kann ich noch. Moment, dass ich jetzt wieder raus in die Badlands gehe. Und Moment, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich hatte mal auf einer Erkundungstour was gefunden. Mal schauen, ob ich das wiedersehe. Hier, glaube ich. Genau. Dieses... Nee, oder? Nee, das war es nicht. Irgendwo habe ich ein Datenpad gefunden. Und da war auch eine Aufgabe mit verbunden. Mal schauen, ob ich das jetzt gerade wiederfinde. Ich meine, das war hier. Ne, ihr seht oben, da schlägt jetzt der Scanner aus und es ist das Datenpad hier. Diese Mistkerle haben meinen Laden dicht gemacht und mich aus Kedara Port geworfen. Wenn ihr echten Schnaps wollt, nicht das Gesöff, das sie hier ausschenken, dann kommt zu meinem Geheimversteck. Wenn ihr euch traut, dann, Zed. Ja, und das war wahrscheinlich dieser Typ mit dem Shuttle, bei dem ich schon Schnaps gekauft habe. Ich wollte es nur mal mit erwähnen, das ist mir so aufgefallen. Okay, also. Aber hier, Moment, hier oben sagt... Das sagt mir immer noch, dass hier noch was in der Nähe ist. Ist hier noch irgendwas scannen? Hier, wenn ich jetzt hierher komme... Das habe ich schon mal gescannt. Das auch. Ich meine das oben, am Kompass. Oder meinen die jetzt damit... Das ist jetzt Teil von der Aufgabe, zu der ich gerade sowieso will. Okay, jetzt kann ich offenbar frei hier rein. Neuer Eintrag. Erster offizieller Tag als Verbannte. Soll mich in einer Stunde mit Catus treffen. Zeta sagt, er ist ein Korinthenkacker, aber bei meiner Rekrutierung war er ziemlich nett. Zumindest für einen Turianer. Ich darf nur nicht zu spät kommen. Update war wohl nicht. Sie hatten recht. Korinthenkacker. Ist doch zu spät gekommen. So, also, ich rede nochmal mit Sloan. Unser Deal ist durch. Was wollen Sie? Ich dachte, wir gehen zivilisiert miteinander um. Es ist schwer, höflich zu sein, wenn man jede Menge Scheiß zu erledigen hat. Schon okay. Wir alle haben unsere Charakterfehler. Sind Sie jetzt meine Therapeutin? Ja. Kommen Sie zur Sache, Pathfinder. Beginnen wir doch mit deiner Sitzung und reden wir zuerst über die Rivalität mit dem Kollektiv. Gegen die Verbannten. Die Leute wollen immer das, was sie nicht haben. Und die Schläger des Scharlatans bilden da keine Ausnahme. Wer, denken Sie, ist der Scharlatan? Ich vermute eine Gruppe von Leuten. Es braucht mehr als eine Person, um diese Bande zu leiten. Beunruhigt es Sie nicht, dass Sie in das Territorium der Verbannten eindringen? Nein. Wenn Sie zu weit gehen, bin ich bereit. Helios ist nicht gerade gastfreundlich.
Wie haben Sie überlebt, nachdem Sie den Nexus verlassen hatten? Wir sind zwar nicht mit leeren Händen gegangen, aber als die Vorräte knapp wurden, mussten wir uns etwas einfallen lassen. Ich habe Angriffe auf Konvois der Cat befohlen und mit angaranischen Siedlungen gehandelt. Sie haben mir dann von Kedera Port erzählt. Sie hatten nie gewaltsame Auseinandersetzungen mit den Angara? Nur mit den Rokar, diesen beschissenen Arschlöchern. Ich habe mich über sie informiert, Leiterin der Nexus-Sicherheit, ausgebildet von der Allianz. Den Akten zufolge sind sie aufbrausend, waren ansonsten aber eine loyale Soldatin. Wieso haben sie die Seiten gewechselt? Weil ich es leid bin, Arschlöchern zu unterstehen. Ich hätte die Situation auf der Nexus geklärt, aber Tan wollte ein Blutbad. Er hat die Kroganer eingesetzt, ohne mich auch nur zu fragen. Neue Galaxie, derselbe alte Scheiß. Sie hätten auch einfach den Dienst quittieren können. Die Leute wären ohne meine Hilfe gestorben. Und nicht alle Exilanten sind Kriminelle. Einige von ihnen haben einfach nur genug. Will die mich komplett verarschen? Nach allem, was ich jetzt hier gesehen habe, werde ich dir jetzt garantiert ihre Geschichte abkaufen. Von wegen, ich wollte die Sache friedlich klären. Meine Fresse. Dafür, dass was für eine Heuchlerin. Sind, töten sie aber ziemlich viele Leute. Ich tue, was nötig ist, um meine Leute zu beschützen. Natürlich, natürlich. Wissen Sie, Pathfinder, als ich mich der Initiative angeschlossen habe, dachte ich, wir würden eine neue Gesellschaft aufbauen. Eine bessere Gesellschaft. Aber die Initiative war nur ein weiteres leeres Versprechen. Die einzige Person, bei der ich mich darauf verlassen kann, dass sie etwas verändert, bin ich. Meine Damen und Herren, ich wiederhole mich gerne nochmal. Will die mich verarschen? Das ist ihre bessere Welt. Das ist ihre bessere Welt. Oh, ich kann es kaum erwarten, der Alten das Genick zu brechen. Ohne Scheiß. Das ist die bessere Welt, von der sie träumt. Das ist so viel besser als die Nexus. Ich meine, gut, ich war damals nicht dabei. Ich weiß nicht, was Tan damals gemacht hat. Und ich gebe zu, den Arsch kann ich genauso wenig leiden. Das ist auch nur so ein Süßholzraspler. Aber jetzt mal ohne Scheiß, das ist ihre bessere Welt. Sie ist jetzt angeblich die Heilige, die hier alles für alle besser macht. Am Arsch. Wie kommt es, dass ein Mensch über einen angaranischen Hafen herrscht? Als ich nach Kedera kam, haben die Cat die Angara wie Vieh zusammengetrieben. Es war ein Gemetzel. Meine Leute haben dem ein Ende gemacht. Und natürlich waren uns die Einheimischen dankbar dafür. Und was ist mit diesen Köpfen, die den Raumhafen verzehren? Sie dienen als Warnung. Für die Cat? Für jeden. Also, die Verbannten. Machen Sie sie mir doch mal schmackhaft. Die Verbannten wollen sie nicht. Wow, das war deutlich. Ich habe all meine Leute selbst ausgewählt. Sie haben entweder Potenzial oder eine gemeinsame Vergangenheit mit mir. Sie haben keines von beidem. Edison hat etwas Ähnliches gesagt. Ich werde Ihnen beiden beweisen, dass Sie sich irren. Edison und ich sind uns in etwas einig? Wow. Dann will ich Sie mal nicht länger von der Arbeit abhalten. Pathfinder, halten Sie sich aus Kederas Angelegenheiten raus. Das hier ist nicht Ihr Terrain. Nein, und doch ist es. Ich habe gerade ein ganz tolles neues Scharfschützengewehr gebaut. Und das würde ich wirklich gerne mal an ihr ausprobieren. Hierüber, Pat. Sie hatten schon mit den Cat zu tun. Es ist ziemlich schwierig, sich in Andromeda zu bewegen, ohne ihnen früher oder später über den Weg zu laufen. Ja, und? Als Sloane die Macht übernahm, hat sie die Cat hier ausgerottet. Es gab öffentliche Massenhinrichtungen, um den Leuten zu zeigen, dass Kedera frei von Cat ist. Jetzt gibt es allerdings Gerüchte über einige Versprengte in den Badlands. Wenn diese Geschichten wahr sind, müssen sie verschwinden. Was genau sind das für Gerüchte über die Cat? Geschichten über Überfälle. Verschwundene Personen. Fahrzeuge, die sabotiert und ausgeschlachtet wurden. Der Grund dafür könnten ebenso gut wilde Tiere, Erdlöcher und irgendwelche Angara-Mist sein. Aber es gibt genügend Leute, die sagen, es wären die Cat. Wenn es da draußen Cat gibt, können Sie gerne Ihre eigenen Leute losschicken, um sich um sie zu kümmern. Hören Sie, die Sache sieht so aus. Alle wissen, dass Sloane die Cat hier ausgelöscht hat.
sollte das jetzt durch irgendetwas in Frage gestellt werden. Nein! Und Schwäche. Sie allerdings sind unabhängig. Wohin sie gehen und was sie tun, hat nicht das Geringste mit Sloan zu tun. Sie sagten doch, Sloan hätte die Cat hier getötet. Was ist passiert? Die Cat hatten den Hafen abgeriegelt, als wir hier ankamen. Sie haben zahllose Angara von ihr weggebracht. Zu welchem Zweck, kann ich nicht sagen. Aber die Leute hatten Angst. Und dieser Ort hatte Potenzial. Also haben wir gegen die Cat darum gekämpft und gewonnen. Haben Sie draußen die Dekorationen gesehen? Sie sind Sloans Art, allen klarzumachen, dass sie jetzt an der Macht ist. Na schön, ich werde mich vielleicht mal in den Badlands umsehen. Sehr schön. So, war's das jetzt, oder? Ja, sieht so aus. Okay, also wir haben ganz offensichtlich noch ein bisschen was in den Badlands zu tun. Dem werde ich jetzt auch sofort nachgehen. Denn eigentlich ist es so, na gut, okay, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Story noch geht. Normalerweise, habe ich auch schon mehrmals gesagt, bekommt man einen Hinweis vom Spiel. War zumindest bei allen BioWare-Spielen, die ich bisher so gespielt habe, so, dass, wenn man jetzt quasi dabei ist, die allerletzte Hauptmission zu beginnen, dann bekommt man einen Hinweis, ne? Okay, es gibt jetzt kein Zurück mehr. Und dann kann man in der Regel noch unerledigte Sachen erledigen. Mit dem Aufzug in die Snowsfahrt. Ja, hier sehen wir jetzt erstmal ganz kurz mein neues Scharfschützengewehr. Das ist es, das ist das Inferno. Es ist ein Reliktgewehr. Habe ich jetzt gerade mit diesen 900 Punkten, die ich mal freigeschalten hatte, erforscht. Es ist im Prinzip, ihr seht rechts ja die Werte, es ist ein Einzelschussgewehr. Es gibt auch ein Reliktgewehr, das habe ich auch schon mal angefangen zu erforschen, aber das habe ich noch nicht auf derselben Stufe wie hier. Das feuert einen durchgehenden Laserstrahl. Das sieht man auch bei den Beobachtern immer. Aber das hier hat mich erstmal mehr interessiert. Es feuert einzelne Schüsse ab. Ihr seht jetzt eine Magazingröße von 6. Das bedeutet, ich kann damit 6-mal schießen. Und dann ist das überhitzt. Unten drunter seht ihr aber maximale Munition unendlich. Das bedeutet, ich muss mich scharfschützengewehrtechnisch nie wieder um Munition sorgen. Weil ich feuer einfach durch, bis es überhitzt. Und dann kühlt das halt ab und dann kann ich weiterschießen. Wenn ich zwischendurch aufhöre, wie gesagt, ich habe es schon mal ausgetestet, dann lädt sich sogar noch schneller wieder auf. Also wenn ich ich kann meinetwegen 4-mal schießen, dann warte ich ganz kurz und schon ist wieder bei 100%. Und der Schaden kann sich auch sehen lassen. 319 ist zwar erstmal weniger Grundschaden, aber ich habe schon gemerkt, in Verbindung mit meiner Tarnung, wenn ich einen Gegner aus der Tarnung raus in den Kopf schieße, der ist trotzdem sofort tot. Also sehr, sehr geiles Teil. Und ja. Meine Gefährten, lasse ich die so? Drax Quest geht ja sowieso woanders weiter. Also ich mache hier mal Cora rein, weil bei Cora habe ich vorhin noch, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, aufgelevelt. Und ich habe bei ihr eine Fähigkeit freigeschalten, wodurch ihre Schrotflinte immer Kryo-Munition benutzt und Gegner für solche Kombos, Combo-Primer nennt sich das. Also ich kann dann, wenn ich auf so einen eingefrorenen Gegner schieße, eine Combo auslösen. Das ist ziemlich cool. Und das gleiche ist bei Liam. Bei dem habe ich einfach nur den Waffenschaden erhöht, aber der ist jetzt auch quasi bedeutend stärker als der Rest der Truppe hier. Und ich nehme die beiden mal wieder mit. Quasi das alte Team, das Anfangsteam vom Beginn des Spiels. Und jetzt muss ich selber erstmal gucken, also draußen, wie viele noch Aufgaben tatsächlich hier zu erledigen sind. Denn eigentlich, ich würde es gern so machen, dass ich quasi die, ja, sag mal so alle bis auf 2 Gefährtenmissionen erledige. Mit anderen Worten, die von Vetra würde ich noch machen und die von Drak. Dann müsste die von Jarl und von Pibi noch offen sein. Wenn ich die von Vetra und Drak erledigt habe, dann würde ich gerne eine Hauptmission, mit der Hauptmission weitermachen. Und dann hinterher nach Eladen gehen. Das müsste ja dann, ist ja dann der nächste Planet, wo es dann wahrscheinlich wieder mit dem Nomad losgeht. Auf dem Bild hat man schon gesehen, es ist wohl nochmal ein Wüstenplanet.
Dann schauen wir mal, wie viel da so los ist. Gut, alles klar. Hier ist jetzt Treffpunkt am Spirit. Spirit's Ledge gehen. Das ist der von Race, die Aufgabe. Hier ist Hinweise nach Cat suchen. Achso, gut, sind nur die zwei Sachen. Oh, und dann irgendwo hier bin ich vorhin mal vorbeigefahren. Das war hier hinten. Irgendwo bin ich da vorbeigefahren, da war ein Ausrufezeichen. Mal gucken, wenn ich es nicht finde, ignoriere ich es mal. Also ich würde sagen, das kann ich mir mal erlauben. Ich habe es jetzt jede Nebenmission mitgenommen. Wenn ich da mal eine liegen lasse, allzu bedeutsam sind die in der Regel sowieso nicht. Und ohne Witz, also es gibt durchaus Nebenmissionen, die sind es wert, gespielt zu werden. Die sind ganz ordentlich. Entweder weil sie an sich gut gemacht sind, oder weil sie eine witzige Geschichte zu erzählen haben. Stichwort Cerberus, das war nicht witzig, aber das war zumindest interessant, weil es hat so ein bisschen auf die alten Mass Effect-Spiele Bezug genommen. Zeig ich mal kurz das Scharfschützengewehr hier an den Gegnern. So, ne? Also ich feuer hier durch, jetzt überhitzt. Ich könnte den Schaden auch noch ein bisschen erhöhen. Ja, ich muss ein bisschen warten, bis es 100% ist. Indem ich einen besseren Lauf auf das Gewehr schraube, könnte ich den Schaden auch noch erhöhen. Aber ganz ehrlich, das habe ich versucht und da sieht das Gewehr dann leider ein bisschen aus wie ein überlanger Dildo. Ja, wirklich. Also es sieht sehr witzig aus. Ja, muss ich näher ran. Und das war's. Man kann sich schon sehen lassen, finde ich. Zack, und tot. Na, das meine ich. Wenn ich unsichtbar bin, habe ich ja diesen Schadensbonus. Und dann kann man, auch wenn man die Schüsse hier nicht aufladen kann, trotzdem Gegner mit einem Kopfschuss wegholen. Das ist okay. Was ist das hier für ein Vieh? Ein Adi. Genau, mit dem Gewehr werde ich jetzt weitermachen. Das andere war die Pistole, die Sidewinder. Die habe ich mal gefunden. Und die hatte ich verkauft, als ich meinte, auf Sturmgewehre umswitchen zu müssen, aber... Jetzt, wo ich wieder Pistolen benutze, habe ich die Sidewinder wieder ausgerüstet. So, geht's denn jetzt hier lang? Irgendwo da? Hört man oder sieht man in billigen Action-Videos? Egal, jedenfalls. Diese Jägerinnen jagen, sie sabotieren, sie führen ab. Offenbar haben wir das Treffen verpasst. Sehen wir uns mal um, ob sie ja etwas zurückgelassen hat. Ja, kümmern wir uns doch erstmal um diesen Eirock. Oh, Moment. Ich kann auch mal, ich habe doch jetzt diesen Raketenwerfer auf der VI. Den kann ich auch mal ausprobieren. Warte mal kurz, ich halte mich mal raus. Weil ich will meinen kleinen Freund ausprobieren. So, jetzt komm. Komm, jetzt schieß eine Rakete, ich will es mal sehen. Ach.
Ah, so sieht's also aus. Sieht ja aus wie eine kleine Granate, die er geschossen hat, oder? Ah, die Drohne ist gar nicht so schlecht. Aber ich nehme trotzdem wieder mein Lieblingsprofil. Eigentlich würde ich sogar mal noch ganz kurz was anpassen wollen. Und zwar statt der Granate die Verbrennung hier. Gut, was müssen wir jetzt suchen? Ah, hier. Ich glaube, das hätte ich eigentlich scannen müssen, hier diese Leitung, aber ich habe es jetzt auch so gefunden. Ich glaube, ich habe was gefunden. Sieht aus wie eine Leitung. Hm. Oh! Ist er schon wieder da, oder was? Das ging schneller als das letzte Mal. So, mein Gott, hier sieht's aber echt auch aus. Und irgendjemand hatte wohl offensichtlich Zeit, genau auf diesen Stein noch das Datenpad zu legen. Sie hat das Ding wahrscheinlich für den Käufer zurückgelassen. Was ist nur aus dem guten alten Brauch geworden, einfach in ein Geschäft zu gehen? Sloan bekommt von allen offiziellen Verkäufen in Kadara einen Anteil. Man muss schon kreativ werden, wenn man das umgehen will. Haben Sie irgendwas gefunden? Der Salarianer ist ein Hehler, ohne direkte Verbindung zum Kollektiv. Ich vermute, dass Sia ihn getroffen hat, um potenzielle Käufer zu finden. Wir sollten diese Koordinaten überprüfen. Ich treffe Sie dort. Ach ja, oh, sehr gut. Da muss ich nicht weit laufen. Ich frage mich, wie das hier ausgeht zwischen dem Kollektiv und Sloan Kellys Bande. Ich hoffe, man kann wählen. Weil dann würde ich definitiv Sloan Kelly zum Teufel jagen. Entweder vertreiben oder am besten gleich kalt machen. Ohne Witz, ne? Diese Heuchlerin. Obwohl, kann man Race trauen? Das ist auch eine Frage, ne? Er ist auf jeden Fall zwielichtig. Nicht der Beste, aber gut. Und was wäre der beste Name? Hey, nur weil ich mich beschwert. Ein Shuttle. Und jemand ist schon drin. Ja, und da ist schon wieder so ein Vieh. Was machen die denn hier alle? Ist da irgendwo ein Nest? Und explodiert, wie das immer aussieht, wenn so ein Riesenteil sich auflöst. In Flammen aufgeht. Okay, leer. Könnte es sein, dass das alles ein ausgefeilter Trick war, um sie herzulocken? Sie meinen, es gab nie eine Fracht? Bravo! Ich wusste, dass du es irgendwann rauskriegst. Sia.
Du konntest einem großen Gewinn noch nie widerstehen. Was soll ich sagen? Ich bin eben gierig. Deshalb hast du auch keine Freunde. Du bist egoistisch. Da hat sie recht. Autsch. Du verlierst anscheinend dein goldenes Händchen, Reyes. Ich weiß noch genau, wie deine Worte mir geschmeichelt haben, bis du mich abgesägt hast. Soll das heißen, dass es hier darum geht? Natürlich nicht. Du hast alle guten Jobs in Kadara an dich gerissen. Und das hat nicht nur meine Aufmerksamkeit erregt. Und jetzt hat die örtliche Schmugglergewerkschaft beschlossen, mich auszuschalten? So ungefähr. Ach, Scheiße. Angriff. Ach Mensch, ihr seid doch Trottel. Die wievielte Bande von Möchtegern-Gangstern ist das jetzt, die mich ausschalten will? Ist immer wieder Wahnsinn, ne? Diese Klinge. Die macht so viel Schaden. Hasta la vista, Baby. Schon wieder ein Levelaufstieg. Mensch, das geht echt schnell hier. Ich gehe mal auf die Teamunterstützung. Kräftewiederherstellung und... ja, Tech-Konstrukt-Schaden ist, glaube ich, gut. Ich habe zwei Profile mit Tech-Konstrukten. So. Das hier meine ich. Koras Schrotflinte verwendet immer Kryo-Munition, Gegner einfriert. Betroffene Gegner sind anfällig für Combo-Detonation. Das ist saugeil. Und Liam, hat er auch sowas ähnliches? Nein? Hat er hier vielleicht was? Was ähnlich cool ist, wenn Liam einen Gegner ausgeschaltet hat, erhält er einen temporären Schadensbonus, der sich bis zu einer Obergrenze akkumuliert. Außerdem werden Liams maximale Gesundheit und Schildleistung erhöht. Okay. Ehrlich gesagt denke ich lieber, ich gehe hier mit. Und... mehr Schaden für die Überlastung. So. So, was ist jetzt hier? Vor allen Dingen... oh! Ich brauche nur noch 25 ALP, dann habe ich die nächste... Kryokapsel. Dann werde ich wahrscheinlich die Kontakte zum Grauen Markt nehmen. Oder hast du hier noch was? Moment. Hast du hier noch was zu sagen? Ich wusste zwar, dass ich nicht beliebt bin, aber ich hätte nie gedacht, dass die anderen Schmuggler sich gegen mich zusammentun. Das ist irgendwie schmeichelhaft. Sie könnten es nochmal versuchen. Ganz ohne Zweifel, aber es ist schwieriger, einen Mann zu töten, der weiß, was ihn erwartet. Ach, so viel Aufwand. Und es springt kein einziger Credit dabei raus. Das passiert mir ständig. Mir auch. Ich sollte hier mal aufräumen. Sia war ein Miststück, aber es wäre falsch, sie einfach liegen zu lassen. Ja, ein bisschen pietätlos vielleicht. Obwohl das ja unter Schurken üblich ist, ne? Einfach Leute abknallen und da liegen lassen, wo sie fallen. So, die Folge hat jetzt auch schon wieder lang genug gedauert. Ich mache an der Stelle mal Schluss. Ich muss nämlich auch noch Persona 5 aufnehmen. Gut, hoffe die Folge hat euch gefallen. In der nächsten machen wir dann hoffentlich hier mal klar Schiff auf Kadara. Also eine Aufgabe ist jetzt noch in den Badlands, die erledigt werden muss. Es könnte natürlich immer noch sein, dass ich eine neue finde. Ansonsten lasst doch bitte ein Like oder einen netten Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und...
Schaltet doch auch beim nächsten Mal wieder ein bei Mass Effect Andromeda. Bis dahin, macht's gut, ciao.